Fünfte Kandidatur für den Stadtrat. Ich war von 1994 bis 2010 Stadtrat, musste dann die Tätigkeit aufgeben, weil ich im Thüringer Rechnungshof auch die Aufgabe hatte, Kommunalvertretungen zu prüfen, und deshalb konnte ich nicht Mitglied im Stadtrat sein, weil ich mich sonst selber geprüft hätte. Deshalb musste ich mein Mandat damals leider abgeben. Ich war von 1990 bis 2009 im Thüringer Landtag und bin seit 1. Januar diesen Jahres Ruheständler. Da stellt sich schon die Frage, warum nochmal kandidieren. Und ich denke, ich habe eine ganze Masse an Erfahrungen in der Tätigkeit sammeln können, die ich gerne weiterreichen möchte. Und die Erfahrungen beschränken sich eben nicht nur auf ein Gebiet. Ich war fast 10 Jahre Leiter des Sportbeirates in der Stadt Gera. Ich habe 13 Jahre den Aufsichtsrat der Energieversorgung geleitet, war über 10 Jahre im Vergabeausschuss tätig, den ich auch mehrere Jahre geleitet habe, habe die damalige Privatisierung der Wasserabwasserwirtschaft in Gera begleiten müssen und habe es dort erreicht, dass bei den Ausschreibungsverfahren zum einen die Zugehörigkeit zur Kommunalverwaltung erhalten blieben und die Rückkehrklauseln für die Belegschaft am Ende der 10-jährigen Tätigkeit in die Stadtverwaltung erhalten geblieben sind. Das war nicht ganz einfach, zeigt aber, dass wenn man gegenüber der privaten Wirtschaft eine klare Position bezieht, auch die Interessen der Belegschaften ordentlich zu vertreten sind. Ich war viele Jahre in der Tegau und habe mich mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und sozialen Fragen beschäftigt. Und ich bin seit fast 2 Jahren jetzt im Aufsichtsrat der B&R, das ist Behinderten- und Rehabilitations GmbH, die arbeitet in Gera Lusan, hat dort ihren Sitz, über 240 Mitarbeiter und Angestellte. Wir beschäftigen uns und kümmern uns um schwerst- und mehrfach behinderte Menschen, betreiben auch den integrativen Kindergarten in Lieblach mit über 160 Kinderplätzen und versuchen gerade die Ausbildung von ausländischen Fachkräften für den Pflegeberuf hier in der Stadt zu etablieren. Und das ist auch gleich ein Punkt, der es mir dann bei der Überlegung auch nahegebracht hat, mich nochmal zu engagieren. Wir haben es mit einem massiven Rechtsruck zu tun. Ich habe eine sehr internationale Verwandtschaft und mit der möchte ich gerne friedlich und sicher durch diese Stadt gehen, ohne Pöbeleien und Anfeindungen. Und das ist ein Punkt, der mich dazu bewogen hat, hier nochmal zu kandidieren. Und ich bitte um euer Vertrauen. Ich weise aber nochmal darauf hin, die Liste, die wir jetzt aufstellen, dort ist es wichtig, dass alle Kandidaten auf dieser Liste stehen. Der Bürger wird dann entscheiden, in welcher Reihenfolge die Kandidaten auf dieser Liste am Ende stehen und sich daraus die Fraktion zusammensetzt. Deshalb ist es wichtig, dass ihr alle überlegt, dass möglichst alle Kandidaten, die sich heute hier bewerben, auch das Mandat bekommen mit über 50% der Stimmen, dass sie auf der Liste stehen. Danke.